Ja, liebe Medienvertreter, liebe Gäste unten im Sparkassenforum und drüben im Fantreff, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen Fortuna Köln. Endstand 3:0. Begrüße bei mir die beiden Trainer und darf unser Gästecoach Uwe Koschinat gleich um die Stellung bitten. Ja, vielen Dank, schönen guten Abend. Erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch an meinen Kollegen, an den gesamten Verein für diese hervorragende Leistung heute, aber allgemein für diese, glaube ich, sehr, sehr vorzeigbare Saison. Für mich ein Rätsel, wie man mit einem so kleinen Kader und immer derselben Elf selbst diesen englischen Wochen trotzen kann und ein Tempo vorgibt, das am Ende dann reicht, um nach 20 Minuten Spiel irgendwo auch schon ein Stück weit zumindest mit einer deutlich angezogenen Handbremse spielen zu können. Und das lag, weil ich ja Trainer von Fortuna Köln bin, vor allen Dingen an uns. Ich glaube, wir haben es in der Anfangsphase nicht verstanden, die vorher, glaube ich, relativ klar auf skizzierten Laufwege der Aalener zu unterbinden. Wir waren bei einer Standardsituation in der eigenen Box unterlegen und dann war das Spiel logischerweise relativ schnell für den VfR Aalen entschieden. Ich kann meiner Mannschaft anrechnen in dieser Situation, in der wir schon erhebliche personelle Probleme haben und so ein Stück weit auf dem letzten Zahnfleisch hierher gekrochen sind, dass sie sich nach dem 0-3 in der zweiten Halbzeit nicht hat gehen lassen und wir haben ein Debakel verhindert. Wir haben, glaube ich, heute für eine Auswärtsmannschaft eine relativ hohe Zahl an eigenen Torschancen gehabt, aber es ist, glaube ich, auch bezeichnend, dass wir am Ende eben aus keiner Situation, weder aus Standardsituationen, aus ruhenden Bällen, aus 1-gegen-1-Situationen gegen den Torwart in der Lage waren, dann eben auch tatsächlich für ein Erfolgserlebnis zu sorgen. Das fällt uns sehr, sehr schwer in dieser personellen Konstellation und darüber hinaus haben wir natürlich auch in der zweiten Halbzeit noch das ein oder andere Mal Glück gehabt, dass das Ergebnis nicht höher ausfällt. In Summe, glaube ich, gilt es für uns im Abstiegskampf jetzt, diese personellen Reserven Richtung Lotte dann auch tatsächlich wieder zu aktivieren, um ein anderes Gesicht zu Hause zu zeigen. Ich glaube allerdings, weil ich ja auch weiß, wie manche Fans zu unserer Art des Fußballs stehen, dass man heute einen ganz guten Beweis dafür hatte, warum gewisse Spieler, die sehr, sehr stark für Stabilität und vielleicht etwas weniger für Zirkulation stehen, warum die tatsächlich Samstag für Samstag auf dem Platz stehen, weil wir mit unseren Möglichkeiten schon mehr über diese Art des kämpferischen, sehr, sehr einfach strukturierten Fußballs kommen müssen. Dann sind wir ein eklig zu bespielender Gegner, ein konkurrenzfähiger Gegner in dieser Liga. Heute in dieser Konstellation so waren wir es leider nicht. Vielen Dank. Danke, Uwe Koschinat. Peter, stehende Ovationen im Stadion nach 25 Minuten habe ich ehrlich gesagt schon lange nicht mehr erlebt. Wie beurteilst du die 90 Minuten? Ja, also da habe ich nicht mitgekriegt, muss ich dazu sagen. Aber ich denke, dass erstmal danke, Uwe, für die Komplimente. Ich habe es nicht ganz so positiv gesehen. Ich habe natürlich unseren Anfang gesehen, wo wir, sage ich mal, schnell rein in Führung gehen. Das ist natürlich dann für eine Mannschaft natürlich sehr, sehr gut, wenn man in dieser Zeit dann letztendlich dann in Führung geht. Ich glaube, dass wir, wie der Uwe gerade auch gesagt hat, wir auch dann letztendlich einen Gang zurückgeschaltet haben. Ich habe mich dann draußen schon mal aufgeregt, was ich normalerweise nicht ganz so oft tue, weil ich versuche, mich dann auch in den Griff zu haben. Aber ich glaube, dass wir irgendwo dann so wirklich zu cool gespielt haben und den Gegner, ohne jetzt das negativ zu meinen, ja, immer wieder so ein Stück weit aufgebaut haben und er da auch was draus gemacht, aber wie der Uwe sagt, bis dann letztendlich in die letzten Zone nicht zum Abschluss gekommen ist, mit 3-0 in die Halbzeit zu gehen, ist natürlich ein sehr, sehr gutes, überragendes Ergebnis. Ich habe dann in der Halbzeit nochmal versucht zu aktivieren, weil ich irgendwo so diese Schlafsituation dann irgendwo ausgemacht habe. Dann ist das Spiel dann weiter so dahin geplätschert. Fortuna Köln hat eine gute Ballbesitzzeit gehabt und wir sind teilweise dann so hinterhergelaufen, haben heute nicht so als Verband, als Mannschaft verteidigt, sondern eben immer da, wo es gerade nötig war. Das haben wir aber gut gemacht und das muss man einfach der Mannschaft auch zugestehen, ja, dass sie eben einfach immer und immer wieder versucht, das Tor dann so zu verteidigen. Mit allem, was dazu gehört, haben dann bei einer Situation Pech gehabt, wo der Mathe Morris dann nochmal durch ist und vielleicht das 4-0 machen kann. Das wäre aus meiner Sicht des Guten zu viel gewesen. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ja, so verteidigungstechnisch haben wir heute schon mal die ein oder andere Situation nicht so gut gemacht. Ich hätte nicht wissen wollen, wenn der Pfostenschuss reingeht, ob wir dann so cool geblieben wären. Ich bin froh, dass er nicht reingegangen ist, aber so insgesamt müssen wir natürlich, und das bin ich auch mit dieser Leistung letztendlich sehr zufrieden sein, weil wir jetzt 41 Punkte haben oder mehr. Das wissen wir ja nach wie vor immer noch nicht und ich denke, dass
dass das für uns jetzt eine gute Ausgangsposition für den Rest ist, bis man auf die 44, 45 Punkte kommt oder mehr. Ich wünsche dem Uwe natürlich alles Gute für Samstag, dass er die Dinge, die er so sich für als Plan hingelegt hat, so ein bisschen, glaube ich, das steckt dahinter, dass das alles aktiviert werden kann und er am Samstag gegen Lotte dann ein erfolgreiches Heimspiel hat. Danke. Danke, Peter. Damit ist Platz für eure Fragen. Bitte schön. Herr Vollmer, würden Sie sagen, dass die erste Halbzeit heute die beste unter Ihrer Regie war bislang? Ich bin mal vorsichtig, das Beste zu sagen. Also vom Ergebnis natürlich ja, weil fast jeder Schuss ein Treffer war in dieser Situation, weil da der Gegner nicht aufmerksam war und wir die Unaufmerksamkeiten dann letztendlich ausnutzen konnten. Aber das fällt mir aber im Moment nicht ein, ob wir nochmal eine bessere Halbzeit gemacht haben. Alex? Oder ist es diese Pyro-Show dann doch ein bisschen der einzig negative Höhepunkt heute, der Sie geärgert hat, oder nehmen Sie das gelassen? Das ist auch schwierig für mich als Trainer zu sagen. Es ist ja nun mal eben bekannt, dass das eigentlich verboten ist und insofern ist es dann eben auch, strahlt es auch eine gewisse Gefährlichkeit aus, eine kurze Spielunterbrechung und ich denke, dass das dann auch wieder in unserer Situation nicht gut ist, ein paar Euro wieder bezahlen müssen und insofern, es ist nun mal verboten und insofern kann ich Verbotenes auch nicht einfach so tolerieren. Herr Vollmer, ich weiß, Sie sind ja sehr pessimistisch veranlagt, aber glauben Sie denn tatsächlich, dass am Klassenerhalt noch irgendwie was zu rütteln ist? Ja, ich denke, wir müssen 44 Punkte haben. Ich meine, Kollege, der würde da jetzt die gleiche Frage stellen, dann glaube ich jetzt einen Punkt weniger. Und der wird sicherlich auch sagen, dass das noch nicht sicher ist, erst wenn wir 44, 45 Punkte haben. Ich glaube, dann kann man sagen, man kann davon ausgehen, dass man gesichert ist. Aber eher würde ich sagen, lass noch lieber die Finger davon. Ja, und die nächste Möglichkeit gibt es ja dann am Samstag beim Auswärtsspiel in Zwickau. Herzlichen Dank an beide Trainer, unsere Gäste, eine gute und sichere Heimfahrt nach Köln und alles Gute für den weiteren Saisonverlauf.